Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Rapper Nidal Nip ein Rap-Song zur Serie Haus des Geldes. Mehr dazu nach dem Intro, los geht's. Die Serie Haus des Geldes gehört zu den beliebtesten Serien der letzten Jahre. Obwohl die Serie erst 2017 erschien, ist Haus des Geldes laut Statistiken von Netflix die international meistgesehene nicht-englischsprachige Serie auf Netflix, was den Hype durchaus verdeutlichen dürfte. Mit der zweiten Staffel schloss die Serie die Handlungen eigentlich ab, womit die Serie theoretisch beendet sein sollte. Jedoch war der Erfolg der Serie scheinbar dermaßen groß, dass Netflix eine dritte Staffel ankündigen musste. So soll die Geschichte um den Professor und seine Komplizen 2019 weitergeführt werden. Der Erfolg der Serie reicht nun sogar in die deutsche Rap-Szene. Der Rapper Mittwoch-Rapper und Titelträger Nidal Nip scheint sich von der spanischen Serie inspiriert lassen zu haben und hat einen eigenen Track mit dem gleichnamigen Titel auf YouTube veröffentlicht. Der Track Haus des Geldes bedient sich hier der eher konservativen Rap-Technik, was viele Rap-Fans erfreuen dürfte, und kombiniert es dezent mit modernem Sound. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gern mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.